An der Übung soll gezeigt werden, wie man ganz schnell einen LKW öffnen kann und einen eingeklemmten Fahrer aus dem LKW befreien kann. Da gibt es verschiedene Problembereiche, wie zum Beispiel die Tür, die ist sehr schwer. Die muss gesichert werden, die muss gezielt an verschiedenen Stellen, muss die, wir sagen, geknackt werden, also geöffnet werden. Und man muss sich vorstellen, das Ganze ist ein Metallteil oder ein Metallgerippe. Es muss an den richtigen Stellen in einem richtigen Ablauf getrennt werden und dann kann ich das Ganze öffnen. Die Teilnehmer sollen zum Schluss verstehen, wie so ein LKW-Karosse aufgebaut ist, wo sie sie trennen müssen und das in einer annehmbaren Zeit und kriegen währenddessen immer wieder so ein paar Tipps und Tricks aus der Praxis, wie man was beschleunigen kann, wie man was verbessern kann, optimieren kann, einfach um die Einsatzzeiten zu verringern. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Da fehlen noch, oder? Ehrlich? Okay, kleine Gruppe, schön. Willkommen an der LKW-Station. Wir können jetzt gleich loslegen. Die Vorstellungsrunde habt ihr hinter euch, ihr kennt euch alle, ja? Dann das Fahrzeug sichern, einmal hier gegen wegrollen und dann mit Stabfast rechts und links anlegen, um das Fahrerhaus zu fixieren. Wer kennt das Stabfast-System noch nicht? Hand hoch. Kennen sie alle? Perfekt. Wunderbar. Deine Aufgabe. Soll ich hier? Er kriegt das so not, dass ihr das dann ja anders halten. Dann macht er. Also die nächste Station hast du mit Matthias. Den holen wir jetzt mal gleich her, dass er es mitkriegt. Ja. Vielleicht mal noch ein paar Mann hier rüber zum Ziehen. Ja. Und gut ist, gut. So, der Gruppenführer gibt mir dann Zeichen, dass das Fahrzeug gesichert ist. Wer führen will, muss frei von Arbeit sein. Ganz wichtig. Ab und zu auch mal, gewöhnt es euch an. Du musst wirklich nur denken und das Ganze tun. Wenn du dich natürlich auskennst damit, ist in Ordnung. Dann erklären. Das ist die große Kunst des Ausbildens. Nicht selbst machen, sondern erklären, dass es funktioniert. Manchmal muss man es aber tun. Ihr seht es, ihr habt es hier wunderbar gemacht. Ihr seht es auch hier, die Kabine. Die ist also bombenfest. Aber hier müsst ihr doch eins machen, hier ist eine Sicherungsstufe, die muss unten rein. Warum geht denn jetzt rein? So, jetzt, ja? Jetzt ist sie gesichert. Okay? Alles klar. Mitgekommen? Okay, dann gehen wir rüber auf die andere Seite. Wie bringst du jetzt den Rettungsdienst da rein? Inneren Retter entsprechend durch eine Zugangsöffnung. In dem Fall auf der Beifahrerseite war die Tür offen, da kommen wir rein. Beifahrerseite drüben ist komplett zu, steht an einem Brückenpfosten, Brückenpfeiler. Gut. Vorne die Scheibe ist raus, vorne die Scheibe ist rausgeflogen. Vorne die Scheibe ist rausgeflogen, na dann. Leiter angelegt und dann. Okay, machen. Stumpfes Bauchsäumer und offene Unterschenkel. Genau. Und ich möchte, ich vermute das, ich möchte im Bereich linkes Bein einsehen können. Aber, ja, Armaturenbrett komme ich nicht, seitlich komme ich nicht, ich komme eigentlich nur so von Seite der Fahrertür ran. Gut. Können Sie mir die Fahrertür entfernen? Ja. Das hätte ich gerne als Notarzt. Gut, passiert. Gut. Wie lange brauchen Sie dazu? Fünf. 5 Minuten. Hat jemand eine Uhr an? Ja. Ne, du ja nicht. Du guckst jetzt auf die Uhr, du hast ab jetzt 5 Minuten, dann muss die Tür weg sein. Okay. Spreizer? 2 Stück? Stopp, bevor du loslegst. Was macht man als allererstes? Ja, sichern oder Gruppen einteilen. Ja, ne, was? Guck mal, er zeigt das schon. Die Arbeitsplattform. Okay, ganz bevor du jetzt deine 5 Minuten startest, die Chance gebe ich dir noch. Wie gibst du denen an, wie die Arbeitsplattform in Höhe und Position zu stellen ist? Ich gucke mir die Umgebung an, wie ich hinkomme. Mhm. Das ist eine. Ja. Dann gucke ich, dass ich außen Schwenkbereich der Tür draußen bin mit der Arbeitsplattform, weil die stört mich sonst da. Okay. In dem Fall am besten komme ich von vorne ran, weil ich hier die Scharniere offen habe. Mhm. In dem Fall würde ich jetzt dann von vorne arbeiten, weil hier ist die Tür, wie ich sehe, nur im oberen Bereich irgendwo verklemmt. Eingeklemmt, ja. Ja, dementsprechend kann ich sie von der anderen Seite gegen sichern. Das heißt, ich würde sie hier vorne frontal davor. Okay, dann mach jetzt mal erstmal, du hast jetzt genau. Mhm. Und machst die Arbeitsplattform, richtest her. Und dann machen wir erstmal einen Cut, dann stoppen wir wieder die Zeit, okay? Also erstmal alles herrichten, Geräte ablagern. Genau, bevor wir dann tatsächlich ans Entfernen der Tür gehen, ja?
Wir wollen also nur Spreizen schneiden. Das mit der Zeit ist wirklich, um dich nur ein bisschen zu kitzeln und um dir ein Zeitgefühl zu geben. Ihr habt jetzt die Arbeitsplattform so gewählt, weil man ja hier in dem Bereich arbeitet. Ihr werdet aber sehen, dass ich jetzt hier mit dem Spreizer arbeite. Ja, ihr merkt es schon fast. Seid ihr wirklich einverstanden, so wie sie steht? Also ist doch vielleicht, wenn es ein bisschen weiter rum käme, besser. Es gibt einen kleinen Tipp. Es gibt die Handbreitregel. Das ist jetzt eine relativ kurze Arbeitsplattform. Es gibt auch größere. So eine Handbreit von hier nach vorne springen macht immer Sinn. In der Regel ist auch so, wenn du wirklich einen richtigen Bums hast, hast du hier nicht die Chance, die hinzustellen. Ich weiß. Es ist nur ein Tipp, nur ein Tipp. Ich lasse dich jetzt so machen, wie du magst. Du kannst dich ja stehen lassen. Es ist nur ein Hinweis, ja? Aber du wirst sehen, wenn ich hier arbeite, wird es schon ein bisschen enger. So, der Spreizer ist bereit hier. Wie spreizt man die Tür weg? Wie haben wir es heute Morgen in der Theorie gehört? Von oben nach unten, oder? Von was? Von oben bis unten. Von oben bis unten, genau. Warum von oben bis unten? Furchtbar, so Ausbilder, die immer fragen, gell? Weil sie in dem Fall wahrscheinlich vorne eingeklickt hat, von oben bis unten eingeklemmt ist. Und von oben kann ich es auch Scharnier ablegen, es ist ergonomischer zum Arbeiten. Das ist schon mal gut, ne? Das ist so genau, wie mein Meister immer gesagt hat, arbeite lieber mit dem Faulen wie mit dem Dummen, weil der Faule überlegt immer, wie er es am einfachsten macht, ne? Scherz beiseite, aber hier, guck. Wenn ich hier oben wegspreize, habe ich hier meinen Drehpunkt hier unten. Das heißt, die Tür geht automatisch oben weg. Mache ich es umgekehrt, fange ich hier unten zuerst an, habe ich hier meinen Drehpunkt. Das heißt, die Tür kommt hier raus und droht vielleicht oben reinzugehen. Und wenn ich hier anfange rumzuspreizen, weiß ich nicht, wie sieht es im Fußbereich hier unten aus. Klemme ich ihn vielleicht noch mehr ein. Deswegen fange ich oben an, dann kann ich von oben schon reinschauen und kann vielleicht sogar den versorgen. Kann dem Notarzt mal kurz die Tür oben ein bisschen wegbiegen, sagen, hier, jetzt guck ein. Was macht ein offener Unterschenkelbruch? Deswegen war das genau richtig und natürlich klar. So, wenn man das Gerät jetzt sieht, Spreizer mal hierher legen, bitte kurz. So. So, der SP60 ist schon ein richtig schweres Gerät. Aber es ist immer noch ein Ein-Mann-Gerät. Also man kann es eigentlich alleine bedienen. Aber es macht natürlich Sinn, das zu zweit zu machen im Team, wie alles, was wir machen. Das heißt, einer ist der Hauptträger, ist der Wasserträger, wie beim Radfahren. Und der andere ist der Koordinator, der macht auf, zu, rechts, links. Ja? Komm mal rum, erklär das mir mal. Komm mal hier hoch, zeig mir es mal. Da oben. Ja? Samsung, dann wirst du jetzt ja eigentlich über das Scharnier als Hebel da irgendwo ins Bett aufgehen. Okay, wäre auch eine Möglichkeit. Weiter, was noch? Bleib du mal bei mir. Die Frage ist, wie kann ich mir hier irgendwo einen Spalt schaffen, damit ich mit dem Spreizer richtig rankomme? Da oben ins Dach reinpassen, zusammendrücken. Richtig, noch eine Möglichkeit, aber ziemlich hoch. Ich möchte euch jetzt noch eine Möglichkeit zeigen. Komm du mal hoch zu mir. Hier, was? Hier zusammendrücken, dass ihr oben. Hier zusammendrücken, hier vorne. Kommst du schon? Wo? Hier? Ja. Ja, ich bin ein Wasserträger jetzt und du bedienst. Okay. Ich sag dir bloß auf und zu und dann schauen wir mal zusammen. So. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel hier so am Rand arbeiten mit so einem Gerät und man droht runterzufallen, müssen immer hier ein paar Kollegen stehen, die halten, die einen stützen. So. Hast du ein bisschen mit? Bisschen mit? So. Du musst jetzt rum noch, ein bisschen auf die Ecke. Auf die Ecke. So, auf, fahr mal auf. Auf. Hinten hoch bei dir, hinten hoch und Spreizer. So, jetzt kurz, stopp. Zu. Stopp, auf. So, zu. Okay, auf. Zu. So, auf. Und ab. So. Ihr habt gesehen, einmal hier und sofort habe ich eine wunderbare Öffnung für den Spreizer. Geht fast bei allen Fahrzeugen, egal ob es PKW oder LKW ist. Überall. Es geht sehr schnell. Okay, Spreizer ab, dann einmal oben die Tür sichern gleich. Können wir sie mit dem Gitter festlegen und brauchen wir die ganze Zeit so einen Typen stehen haben. Wir können aber auch einen Kollegen hier neben helfen, der drüben hält. Das ist ja so blöd, wenn der eine so drüben steht und hält. Nee, wir haben ja extra Helfer an der Station, die uns helfen. Machst du das drüben? Aus dem Grund. Drüben, der Mann mit der gelben Weste, der drüben steht, andere Einsatzleiter. Okay.
So, sichert er ihn ein bisschen hier, gerade Hand hin. Stopp! So, stopp mal kurz, jetzt alle Visiere. Ja. Okay, stopp. Stopp. Gut. Also, wunderbar gemacht, die Jungs. Sehr gut. Die Tür hätte sich auch ausgeschält. Das heißt, das äußere Teil wäre weg und das innere wäre stehen geblieben. War absolut korrekt. Sehr schön. Hier ist es so, dass sich die Schrauben aus dem Blech rausziehen. Mitunter kann es passieren, dass euch die Schraubenköpfe hier wegfliegen. Denkt da bitte dran. Deswegen der Schutz auch. Es ist Rettungsdienstpersonal außenrum. Er hat es gerade gesagt, er hat ja eine Schutzbrille auf. Da muss er das Visier nicht drunter machen. Wir brauchen nach UVV einen Augenschutz, aber auch einen Gesichtsschutz. Wenn die Dinger euch nämlich an die Wange fliegen hier, das merkt ihr sofort. Ja, das gibt richtig ein Loch. Okay, deswegen. Und jetzt machen wir die Tür ganz weg. Jawohl, also sie öffnen sich. Wie viel? 5 Minuten? Achtung, die kommt. Heftig. Achtung. Immer weiterfahren. Jetzt ist genau das passiert, jetzt schälen sie sich, ne? Okay, also genau das, was ich gesagt habe, die Tür kann wegschlagen. Das ist genau da, kommt der Kabelstrang raus. Hier raus verläuft hier weiter der Versorgungsstrang von vorne nach hinten. Und das ist genau der Bereich, wo wir jetzt reinschneiden. Das heißt, hier ist eine Plastikblende drüber. Wenn ich jetzt hier mit dem Spreizer reingehe, quetsche ich das erstmal ein bisschen, das Ganze. Plastik zerkrümelt, nehme ich weg. Dann kann ich den Kabelstrang hier packen. Es gibt Fahrzeughersteller. Wenn ich jetzt hier, ich könnte doch hier einschneiden. Nachher an der Technikstation zeigen wir euch das beim Arctos, beim neuen, wie da geschnitten wird. Ich könnte hier einschneiden, wunderbar. Machen viele auch, geht. Aber es gibt Fahrzeughersteller und da kann ich es sehr schlecht erkennen. Wenn ich es zu tief schneide, dann macht die A-Säule nicht das, sondern die dreht sich so nach außen weg. Das heißt, das ganze Scharnier hier fällt mir weg. Hier neben könnt ihr erkennen, hier sind Verschraubungselemente. Hier sitzt normalerweise dieser Instrumentenbrettquerträger. Der fehlt hier an dem Objekt, das ist halt das Problem. Das ging jetzt so hier rüber und den wollen wir ja mit nach vorne nehmen. Wenn das die A-Säule jetzt so zukriegt hier rum, dann reißt es ab. Ich meinte jetzt auch nicht unbedingt da. Ja. Hier hast du das Problem, dass viele Verstärkungen drin sind. Hier einzuschneiden ist bei verschiedenen Fahrzeugherstellern sehr, sehr schwierig. Dann, die haben hier Platten drin. Halt, weil dann dieses Stück nicht mit hochkommt. Ja, klar. Ihr seht auch jetzt, in dem Moment, wo er erkundet, wo er anzeichnet, wenn die Geräte standklar gemacht. Das ist ja ein Meisterwerk, was du da hinmalst. Oh, ja. Toll. So. Stopp! Ja. Kurz, Moment. Ich will euch noch was erklären. Erstens, die Schere sitzt perfekt so.
Einen kleinen Mango haben wir vielleicht. Seht ihr jetzt, dass vorne die Schere minimal fehlt? Darauf muss man achten als Geräteführer. Manchmal macht es Sinn, noch mal kurz zu öffnen, 2 Zentimeter nachzusetzen und dann. Wir versuchen es jetzt mal, wie es passiert. Ja? Okay. Gut? Noch was ich. So. Visiere. Geht gerade. Ich hatte gerade noch Glück, ist aber an sich, Absicht. Wenn unten jetzt schon Spannung drauf, ja. Und oben kann er ja gar nicht weiter schneiden. Genau. Perfekt, der Schnitt oben. Wunderbar. Das ist einer zum Fotografieren. Sit her. So, ich guck mal. Visier, okay. Jetzt sieht man auch schön, wie die Schere reindreht, ne? Ja, sie haben sie nicht schräg angezogen, oder? Ja, es geht trotzdem. Achtung gleich. Die Geräusche müsst ihr euch merken. Wenn der ausgestattet ist, ist es nicht ganz extrem, aber es ist trotzdem noch ziemlich laut drin. Selbst wenn sie voll ausgestattet ist. Und das ist das, was jetzt immer kommen muss. Achtung, wir schneiden. Lieber Patient, das ist ganz normal. Lieber Notarzt, bitte keine Infusion anlegen jetzt, ne? Wie gesagt, die sitzt sonst, ne? Der zuckt so zusammen. So, Patientenschutz wäre natürlich jetzt auch noch eine Geschichte, ne? Ja, hängt doch davor. Hängt davor, ja. Kleiner Tipp. Ja. Selbst wenn es hinten eingezeichnet ist, ihr könnt auch was anderes nehmen. Ich gehe immer hin, nehme das so, nehme die Faust, das ist mein Widerlager, gehe hier rein, nehme das so, gebe es dem Kollegen, sag, so lang muss er sein. Mehr nicht. Der greift es gerade hier, es kommt auf einen Zentimeter nicht drauf an. Ne? Ich brauche nicht lesen, RZT, so was weiß ich, bis er am Geräteablagerplatz ist, in der Hektik hat er das schon wieder vergessen. Wenn jetzt zum Beispiel kommt vom Notarzt, 5 Minuten muss er raus sein. Dann würde ich es genauso machen, wie ihr zwei sagt. Ich gehe hier drauf auf den Falz. Und ihr werdet sehen jetzt, hier ist ganz wichtig, dass dieses Gummi hier entfernt wurde zuvor. Weil sonst rutscht euch das weg. Ja? Okay, das machen wir jetzt auch. Wir setzen hier einen Rettungszylinder ein und drücken so weit vor, wie du denkst, dass wir vordrücken können. Einen normalen Zylinder oder einen Teleskopzylinder einzusetzen. Was würdest du wählen? Bei dem hier? Ja. So wie ich die Öffnung habe von vornherein. Das reicht mir normal, weil ich brauche erst eine gewisse Grundlänge. Wenn ich mit dem Teleskop anfange, ist mir zu kurz. Okay. Zu lang. 4x4 Eck. Also wenn du eine große Arbeitsplattform hast, mache ich hier Stopp und vor, dann passt das auch. Du hast dieselbe Arbeitsfläche wie jetzt. Die haben eben auf der Kante vorne gearbeitet. Ja. Und wenn du das so stehen hast, ist genau dasselbe. So wie aber sie jetzt steht, vielleicht sogar noch ein Stückchen vor. Ja. Das ist so. Ne? Deswegen haben wir mal so die Handbreiteregel entwickelt. Wie hast du das immer so mit der Handbreite? Eine Handbreite. Du siehst hier den Türspalt. Ja. Eine Handbreit, da ist das Ende der Plattform oder das Ende hier der Plattform, das ist ideal. Nach vorne. Dann ist, stimmt immer. So, mal ganz kurz Stopp. Stopp. So, mal weggehen, geht mal kurz weg. Seid ihr alle einverstanden, so wie der Rettungszylinder drin sitzt? Genau, das Teil, das nach vorne weggeht, stimmt. Läuft. Ja, und weiter ist Bedienteil. Bedienteil bleibt stehen. Passt, Bedienteil zeigt für uns her. Er kann es dann halten, wenn er runterfällt. Aha. Wäre es jetzt auch noch denkbar, dass das Bedienteil unterhalb des Zylinders wäre? So, okay. Du sagst, wie weit. Lass dich verformen, komplett verformen. Das ist eine richtige Pyramide vorne. Du meinst hier? Hier oder das kommt vom Lastwagen her. Wenn wir nachher hierher kommen, dann zeigst du mir, wo du das schneiden willst. Das ist sehr schwer und stell dir vor, hier steht ein alter LKW. Setz nochmal rein, fahr nochmal aus bitte. Ja, okay. Kuppel ab. Die haben ja leider oben. Also ihr seht, ich will damit demonstrieren, auch, dass ich unter Last ab- und ankuppeln kann. So, jetzt setzt er den unten drunter. Und zwar geht er jetzt da auf den Falz, so wie hier auch. Da auch. Da. So dicht, wie es geht aneinander dran. Nein, da, genau. Da und da, genau. Ja. So. So, und über die Staubschutzkappen immer wieder schließen. Hier, guck mal.
Das muss eins, das muss euch in Fleisch und Blut übergehen. Beim Kuppeln müssen die sofort zusammen sein. So, und dann hier drauf, wenn es geht. So, haben wir jetzt Turbo auf dem gelben Schlauch? Nein. Dann macht das mal bitte, weil das macht Sinn jetzt in dem Moment, sobald ein Teleskopzylinder eingesetzt wird, dass ich die Turbo-Funktion ausnutze. Denkt dran, wir wollen... Genau. Wir setzen jetzt bloß mal an, gucken, ob du noch ein bisschen hochkommst. So, noch ein bisschen. So, pass auf, ihr müsst jetzt hinten mit dem noch ein bisschen weiter her zu dir, weil das böttelt sich ja um und legt sich dann nach innen auf das Blech drauf. Ja, jetzt. So, okay, weiter. So, weiter. Oberen Hammer, unteren ausfahren, weiter. Ja, weiter, der fliegt sich hinten um. So, oben den raus. So, jetzt fahr mal weiter. Wenn wir fertig sind, wenn wir ausgefahren haben, sage ich, was, warum wir das gemacht haben. Achtung, ja, weiter noch ein bisschen. Stopp, stopp. So, genau. Also, lasst gerade mal so hängen, geht mal außen rum. Ihr mal runter oben alle, dass alle das sehen, auch von außen. Wenige Zentimeter oben und hier noch zu tief, passiert überhaupt nichts. Wenn ich den jetzt hier oben ransetzen würde, ging es vielleicht noch. Ihr seht, und wenn ich das erkenne, wenn sie sich so verformt, dann muss ich aufhören, dann muss ich mich wieder lange arbeiten. Aber im Vorfeld hat er das absolut richtig gesehen, wo der Rettungszylinder positioniert sein muss. Okay, wir können den jetzt rausnehmen und dann entnehmen wir noch den Patienten unter deiner Regie und dann ist die Übung beendet. Okay, Arbeitshandschuhe weg. Ich glaube auch. Aufgedreht, du nimmst die Füße. Das ist der Bein, ne, das Schlimme. Das ist das schlimme Bein hier. Okay, vorgezogen, Stück vor. Also ich kann hier nicht so richtig gut. Halt, hopp! Warte. Weiter! Habt ihr? Ja, ich hab. Okay. Wart ihr mal zuerst zufrieden mit eurem Gruppenführer? Wo ist er? Mal hier. War er zufrieden mit ihm? Ja. Ja? Hä? Ja, ehrlich. Okay. Das nächste Wort hat immer das Opfer. Wie war es da drin? Unmütlich. Ja. Den Kniepunkt gemacht, dann ist der Boden hochgekommen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Bein wirklich so wie angekündigt darunter ja. verletzt ist, ja. klemme ich mir das Bein eigentlich fast noch mehr. War sehr zufrieden mit der Übung, mit der Gruppe, das Ergebnis spricht für sich. Es wurden alle positiven und negativen Aspekte gesehen. Was hier sehr schön war, ist auch wieder die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Nationen, wie sie harmonieren, wie sie zusammenarbeiten. Das gefällt mir immer besonders gut an der Geschichte. Und es sind neue Ideen angesprochen worden, beziehungsweise Dinge, die man schon mal versucht hat und konnte hier am Objekt direkt erläutern, warum jetzt in dem Fall das Fahrzeug sich so verhalten hat und nicht so, wie es vielleicht die Teilnehmer am Anfang vermutet haben. Für mich eine gelungene Sache, macht furchtbar viel Spaß.